Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. Ich habe mir so überlegt, was wir heute machen. Wir gehen einfach mal zur Spawninsel. Dafür hatte ich auch unten vor einiger Zeit auch schon eine Brücke gebaut. Okay, was war heißt vor einiger Zeit? Das war vorgestern. Nee, ich habe da eine schöne Brücke gebaut. Über die gehen wir jetzt auf einmal. So, ich werde mich auf jeden Fall mal mit dem Essen wirklich auseinandersetzen müssen. Also ich hatte jetzt gehofft, dass ich so ein bisschen durchkomme, aber mittlerweile klappt das nicht mehr. So, wie funktioniert das Ganze hier mit dieser Brücke? Einfach in eine Richtung, in Richtung Süden einfach eine Strecke bauen. So, wir warten jetzt, also wir laufen. So, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Sehr schön. Und wir sollten drüben sein. Jawoll! Wir sind wieder am Spawn, wo alles anfing. Kennt ihr ja vielleicht hier noch, also wer es geschaut hat aus dem Video von Baker. Übrigens, den Bakerman, den können wir jetzt erstmal begrüßen gehen. Hallo Bakerman. Hallo alter Erklärbär. Ups. Okay, ich weiß nicht, wie ich da gekommen bin, aber wir sollen Adi suchen. Ah, oh, das sieht mir ja auch nicht so funktionsfähig aus. Hallo, Wesselberry Fox. Hallo, Deutschlippi. Oh, kann man nicht hier irgendwie was mitnehmen? Mann, aber das sieht aber gut aus. Also, wer auch immer das hier gebaut hat, Respekt. Sieht echt super aus. So, wir sollen immer noch... Aber die sucht jetzt auf jeden Fall der Butze. Ne? Hallo Butze. Ich brauche noch ein bisschen Vorbereitung. Wir sollen jetzt auch die Mighty Pirates suchen. Okay. Boah, die Gebüte sind aber wohl ein bisschen überdimensional. Okay. Schauen wir da mal nach. Das ist hier nur der Anfang. Das soll vorwärts sein. Ja, bring mich dahin. Ich schätze mal, wir sollen jetzt mal hier nach Olli suchen. Was hat mich nun geritten, mich. Was hat mich nur geritten, mich für den Dienstens diese Eishöhle zu bauen? Oh, hallo, ich bin Ayumu. Hast du vielleicht eine Tasse Kaffee für mich? Ich schau mal, was sich machen lässt. Ach du Scheiße, Warpan. Hallo, mein Name ist Warbrand. Ich bin Kopfgeldjäger und könnte dir eventuell ein paar Aufträge geben. Kann ich das für dich tun? Hast du einen Auftrag für mich? Natürlich, in letzter Zeit ist hier komische Gestalten in ihrem Wesen. Sie sind auf einmal aufgetaucht und gehen nicht wieder weg. Ich bin damit beauftragt worden, sie zu vertreiben. Du fängst am besten mit etwas Leichtem an. Ein paar von diesen Leuten betreiben Forstwirtschaft und sollen sich irgendwo bei den Zwergen und bei dem Bauernhof herumtreiben. Am besten fängst du mit ihnen an. Wenn du sie erledigt hast, kommen sie wieder zu mir und ich... Okay... ich glaube nicht, dass hier Olli ist. Oh, wir kommen auch wieder zurück zum Schiff. Wow. Haben wir denn Olli irgendwo... Alter, what the fuck? Haben wir Olli irgendwo da hinten übersehen? Da können wir uns ziemlich gut vorstellen. Haben wir noch irgendwas zum Mampfen dabei? Komm, nehmen wir mal hier den Fisch. Ja, ihr seht schon, Essen sind wichtig. Bin ich nicht so ganz gut vorbereitet. Vielleicht sollte man deswegen nicht laufen. So, wo haben wir denn Olli? Olli, Olli. Da ist er doch, der Olli. Der Olli 82. Hallo, Kumpel. Schnarch. Komplett. Schnarch, putze, Schnarch, Nacht. Okay. Der ist am Pennen, lass er den mal. Dann gehen wir dann mal rüber zum Biber Butzemann, den haben wir ja schon gesehen. Hallo, Erklärbär. Ja, ich bin eben richtig überrascht worden. Ich meine, ihr wisst ja, auf welchem Stand ich momentan bin hier vom Modpack.
hier dieser Paktusan und dieser, ich glaube der einzige Spartaner, die haben schon den ersten Neutronenkollektor nicht gefunden oder so. Was? Hallo Butze. Hallo, wie kann ich dir helfen? Erstmal komplett. Hat gesagt, ich kann dir sagen, welche bisher noch da sind. Oh, ich bin jetzt. Okay, in den inneren Ländern sind doch welche. Da gehen wir dann mal zurück. Ich helfe jetzt mal, wenn, dann sind die auch hier drin. Hallo Wächter. Wow. Im Moment ist alles ruhig. Hallo Bibliothekar. Gut. Gehen wir mal im Elevator nach oben. Oh, schade, nichts drin. Alles klar. Oh, schade, vielleicht hätte er irgendeiner was vergessen hier. Hallo, Schatzmeister. Ancient Scroll Artifact. Was? Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Also ich bin ehrlich, ich hatte hier mit den Infinity Ingots hatte ich schon Befürchtung gehabt, dass das nicht so gut funktionieren würde, aber wenn das die hier kriegst, dann ist gut. Wow. Überhaupt nicht delayed gerade. Aber ich muss sagen, das ist echt cool gemacht hier. Vielleicht hänge ich hier nur so ein paar Stündchen was rum. Aber wenn natürlich mit euch, ne? Also ich würde sagen, hier würde ich sogar schauen, dass ich das in der Aufnahme mache. Je nachdem cutte ich das sogar. Aber gerade sind wir ganz gut dabei. Wie gesagt, das sind gerade mal 7 Minuten dabei. Ich wollte irgendwie gerade gesagt haben, 7 Stunden. Hallo Schaf. Okay, wir müssen ja auch immer noch hier diese eine Quest abgeben. Alter, ich kriege so einen Drehwurm. Aber haben wir noch zu essen dabei? Das sieht gerade nicht so gut mit Essen aus bei uns. Ja gut, dann machen wir noch ein bisschen, dann können wir hier eine Clam essen. Oh, sehr schön gemacht hier. Da unten da laufen auf jeden Fall schon welche rum. Ist auf jeden Fall schön gemacht hier. So schön über Inseln verbunden. Denn. Alter. Hallo Wanderosch, Krieger der Glut. Hallo, könntest du eine kleine Aufgabe für mich erledigen? Natürlich. Danke, töte die Wächter des Baumes. Wir müssen die Mighty Pirates noch suchen. Wir sollen die Faustwehr-Entwickler besiegen. Cup of Coffee sollen wir machen und die Wächter des Baumes. Oh, das sind dann wohl die hier. Wollen die einfach so angreifen? Oh ja. Ups. Wenn ich jetzt da hingehe, kriege ich meine Rüstung nicht einfach so wieder, ne? Das ist jetzt doof. Oh Gott, jetzt ist ja auch noch so ein blöder Baum gespawnt. Wow, das war knapp. Dann muss ich schauen, dass ich da mal irgendwie besser vorbereitet hingehe. Ich glaube, die Travelers Rüstung ist dann doch nicht so gut, wie ich dachte. Wenn ich so auf die Fresse kriege. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwie mal irgendwie bessere Waffen machen müssen. Der schneit halt auch noch. Ich werde auf jeden Fall jetzt schauen, dass ich meine Sachen wiederkomme. Für den Notfall fragt man gerade nach, ob mir irgendeiner helfen könnte. 8 Triaden sind das. Ich habe gerade schon gedacht, was sind das für Viecher? Vielleicht sollte ich dann echt mal ein bisschen besser vorbereitet hingehen.
Sehr schön. Auch das. Jetzt sag mir bitte nicht, ich... Okay. Ich hatte schon befürchtet, habe ich jetzt alles? Dop, dop, dop. Ja, habe ich. Naja, sehen wir es positiv. Wir können wieder alles essen. Erstmal mal einen Burger. So. Also hier kommen wir momentan nicht wirklich weiter. Insofern einfach mal die Mighty Pirates, glaube ich, das Beste erstmal. Was haben wir hier für eine Eishöhle? Hallo Meteon. Hallo Dorschleppi, okay. Der ist also uninteressant irgendwie. Ich schätze mal vorerst noch. Ja, ich glaube, Rüstung. Ach, ich habe keine Zoom. Hallo Wolf. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon wieder Hunger so viel? Achso, das hat er gar nicht gegessen. Und tschüss. Alter, was geht denn hier ab? Alles klar. Ja, ich glaube, das gibt hier jetzt doch keinen. Hauen wir erstmal hier ab. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal doch bessere Rüstung. Das geht ja so gar nicht an. Wir könnten jetzt eigentlich sogar mal versuchen. Ja, das machen wir jetzt noch einmal. Wir gehen jetzt einmal zurück und schauen, dass wir mal eine Dia-Rüstung kriegen. Die sollte ja mal ein bisschen besser sein. Was heißt ein bisschen? Die ist auf jeden Fall besser. Oh. Mach mal so. Zack, 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 zack. Der hat den Burger immer noch nicht gegessen. Also wenn man hier so viel... Das ist so lachhaft. Wir haben so ein kleines Problemchen. Ja. Ist das gewollt, dass man in den inneren Ländern nichts essen kann? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Gut, ich bin jetzt zum Glück weg. Okay. Dann halten wir uns doch erstmal hier fern von den anderen Ländern, wenn das noch gebackt ist. Ja gut, dann verpissen wir uns hier erstmal. Flup, 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 flup.
Dann nächste hier nach Hause und dann machen wir zu Hause mal ordentliche Ausrüstung schon mal. Ich würde es auf jeden Fall sagen, wir haben ja Zugang zu Platin. Lass mich mal zum näheren Chef. Und dann schickst du mich mal bitte. Ich weiß, du kannst das. Ich möchte zu meiner Insel teleportiert werden. Ja, zu Hause im Alltagstrott. So. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns dafür ordentlich vorbereiten. Ja, hier können wir schon wieder essen, ne? Jawohl. So. Boah, lass doch mal ganz kurz schlafen gehen. Der Regen ist ja wieder nicht. Jawohl. Okay, dann machen wir das mal nicht weg. Nehmen hier mal ein Shiny. So. Ich würde sogar sagen, wir machen einfach mal so. Wir haben hier noch ein bisschen an Erzen. Verarbeiten wir die dann, obwohl, nee, nicht verarbeiten. Wir machen einfach mal gerade ein ordentlicheres Werkzeug. Um hier die Lumber-Ex ein bisschen aufzurüsten. Kann man einfach austauschen. Du würdest die Modifier mal 2. So, Lumber X. Was machen wir denn da Feines? Wollen wir Elektrum machen? Schauen wir uns erstmal die Broadaxe an. Ja, Obsidian ist klar. Element muss es sein. Shiny, eigentlich bin ich auch nicht so wurscht für gerade. Wie viel Durability hatten die gerade? 337. Wie viel LED haben wir? Dann machen wir doch schon mal so ein LED-X, Vortex-Kopf. Das heißt, wir brauchen aber wieder eine neue Gussform. Und das heißt im Klartext, wir brauchen so eins. Legen das Teil da rein. So, und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach nochmal für den Rest der Folge ganz kurz hier die Seeds. Dafür brauchen wir Red Tulip und Poppy. Machen wir mal gerade so. Einfach damit ich noch in der Folge irgendwo zu zeigen habe. So, Poppy und Red Tulip haben wir. 1, 1. Dann oben nochmal schnell die Gießkanne holen. Boah, mal ganz kurz hier Sounds. Boah. Da ging ja mir auf die Nerven, das Regen. Das Regen, Junge. Also mein Deutsch very good, bei Deutsch very Merkel.
So, hoch. Hoch. Red Taleb, nein. Red Taleb, immer noch nein. Immer noch nein. Mystical Red Flower Seeds, sehr schön. Ne, Moment. 1, 2, 3, das kommt da rein. Und hier die Red Talib Seeds können wir da rein schicken. So, Yellow, wir brauchen Orange und Dandelion. Dandelion und Orange. Flup, flup, flup. 1, 1, 1, 2. Einmal groß. Zack. Zack. Orange Talib, nein. Mystical Yellow Flower, das ging schnell. Das da rein, das da rein, das da rein. Das da rein, das da rein. Server geht read only, okay. Und für White brauchen wir Daisy und White Talib. White Talib und Daisy. 1, 1. 1. 1. Dup, dup. Dup, dup. So. Mystical White Flower? Nein, Daisy. Daisy? Ja, falsche Stelle. Und komm schon. Komm schon. Komm schon. Daisy. Der Nenelos ist auf dem Server. Daisy? Weed. Weed. Weeds. Komm schon. Daisy. Daisy. Das ist ja jetzt lachhaft. Komm schon. White Talib hier, sehr schön. Mystical White Flower, bitte. Bitte, White Talib. Das ist. Ich sehe schon kaum, dass wir nochmal weitere Cropsticks machen müssen. Ja, geht doch. Sehr schön. Questbuch. Nehmen wir die Brown. Claim Reward. Hier müssen wir nur noch die Petinia machen. Das ist Lapis und Daisy. Wo haben wir. Nee. Also, die habe ich noch gar nicht hochgemacht. Okay. Tun wir das mal da rein, das da rein, das da rein. Das da rein. So, das kommt so. Das kommt noch da rein. Hier haben wir die Gussform schon. Ja. Blumen haben wir soweit. Vielleicht können wir schon bald anfangen mit Botania. Die Petinias hier werde ich noch machen. Da kriegen wir die Plombins jetzt auch schon. Was können wir aus denen eigentlich machen für die Kreuzung? Oh, da kriegen wir noch ein Lett raus, okay. Seed? Welche haben wir denn schon? Die müssen wir noch machen. Diamalia haben wir, Aurigold, Lapenda. Amaryllis müssen wir machen, Rhododendron haben wir, Cuprosia haben wir, Petinia machen wir gleich, Plombin kriegen wir dadurch, Silverweed brauchen wir noch, Jesalumin, Nizisius und Platyolius, okay. Ja, und dann halt hier noch die Custom, die Neutronile Seeds, Obsidana, Dragonata, Andrilla, Marmadite, Escobal Seeds und die Flintolea Seeds. Bin ich mal gespannt, wo wir die herbekommen, weil die haben ja irgendwie kein richtiges Rezept. Ich habe ja schon was gelesen, dass man die aus der Questwelt bekommt. So, ich würde sagen, die Folge ist heute was länger. Wir sehen uns mal ganz schnell, wie wir die Lumber-Ex hier fertig kriegen. Also die LED-Lumber-Ex. So, Wood-Lumber-Ex. Gut, du sollst da rein.
2012. Ja. Und ich will hoffen, dass man jetzt auch mal so einen Baum fällen kann. Was? Hä? Das ist halt immer noch, weil da noch immer Holzteile drin sind, oder was? Mining Level Stone. Gut, ich werde dann mal die Large Plate und das Tough Mining austauschen. Mal schauen, ob das noch was zu sagen hat, aber... Naja. Gut, ich würde deshalb sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst es krachen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.